Dann sind wir bei Punkt 10. Der betrifft auch die Ernährung, und zwar Diäten. Diäten machen einen müde. Nicht nur, wenn man weniger isst über eine längere Zeit, also Fastenfenster einhält, das kann einen müde machen, sondern einfach auch, weil der Körper merkt, es gibt jetzt weniger Ressourcen, er stellt seinen Stoffwechsel um und natürlich bekommt er auch weniger von diesen Substraten zur Verfügung gestellt, die er braucht jeden Tag. Das heißt, Diäten machen müde. Insgesamt muss er seinen Stoffwechsel dann häufig umstellen. Das ist für den Körper eine Arbeit, eine Aufgabe. Die Energie, die er da reinsteckt, die hat er an anderer Stelle nicht. Also Diäten machen müde. Nächster sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt für mich ist der Lichtmangel. Der betrifft nicht nur die Winterzeit, im Frühjahr dann auch Frühjahrsmüdigkeit genannt, sondern auch das ganze Jahr über mittlerweile. Und zwar hängt das zusammen mit dem Vitamin D-Haushalt. Unser Körper braucht wirklich täglich direkte Sonneneinstrahlung. Und vor allem im Winterhalbjahr, ab dem Herbst, ist es nicht mehr gewährleistet, dass diese Einstrahlung, die wir hier haben, in unseren Breitengraden überhaupt ausreichend Vitamin D gewährleistet. Das bedeutet, im Winter sollte man auf jeden Fall supplementieren. Die Frühjahrsmüdigkeit, die man früher beschrieben hat und heute auch noch beschreibt, die bezeichnet eigentlich genau dieses Symptom. Die Vitamin D-Speicher halten relativ lange an, aber am Ende des Winters sind die dann ausgezehrt. Deswegen kommt es zu der Frühjahrsmüdigkeit, bis eben wieder genug Sonne da ist, dass der Körper wieder selber eins produzieren kann. Weswegen wir das jetzt mittlerweile auch als Ganzjahresphänomen sehen, ist, dass die Leute zum einen im Büro arbeiten, drinnen arbeiten den ganzen Tag. Sie gehen also gar nicht raus mehr in die Sonne, so wie früher, viel mehr, um das ausreichend zu produzieren. Der nächste Punkt ist, dass wir durch bestimmte Erkrankungen, von denen wir sehen, dass einige in den letzten Jahren vermehrt ansteigen, und erhöhten Stress vermehrt Vitamin D verbrauchen. Das heißt, wir müssen dem Körper auch mehr anbieten. Die Entzündungen, die ich vorhin erwähnt habe beim Fastfood, die hängen übrigens auch mit Vitamin D zusammen, denn Vitamin D ist ein antientzündliches Hormon. Ganz wichtig für unseren Körper. Also Lichtmangel vermeiden, das Licht aufsuchen. Dazu kommt, dass wir eben diesen zirkadianen Rhythmus haben, den ich vorher schon erwähnt habe. Das bedeutet, unser Körper, nicht nur die Psyche, sondern auch der Körper tatsächlich, nimmt das Licht auf. Er bekommt dadurch mit, wo wir uns gerade befinden, nämlich am Tag, und produziert bestimmte Hormone, die er nachts nicht produziert. Und andersrum, wenn es dunkel wird, produziert er Hormone, die er tagsüber nicht produziert. Also Lichtmangel, ganz wichtig. Besonders gut ist das Licht am Vormittag. Das zeigt dem Körper erstmal, wir haben jetzt Tag, wach wieder auf. Zudem gibt es bestimmte Sachen, die morgens vermehrt produziert werden. Cortisol zum Beispiel, das brauchen wir zum Aufwachen. Und die Melatoninproduktion sinkt in dem Moment auch. Melatonin ist für die Müdigkeit verantwortlich. Das heißt, wenn das sinkt, haben wir mehr Auftrieb, dann sind wir nicht so müde. Wenn wir also früh eine Lichteinstrahlung haben, ist das die beste Zeit erstmal, um dem Körper anzuzeigen, wo wir uns gerade befinden, nämlich am Tag. Gut. Nächster wichtiger Punkt ist der Lärm. Der wird häufig unterschätzt. Damit meine ich auch Hintergrundgeräusche, die man möglichst vermeiden kann. Da rede ich jetzt davon, dass permanent zu Hause der Radio läuft, permanent zu Hause der Fernseher läuft. Wir müssen uns da kognitiv drauf konzentrieren. Das kostet Energie, auch wenn wir das nicht so wahrnehmen. Und wir haben diese Energie nicht für andere Prozesse. Es ist eine permanente Beschallung. Das ist nicht immer gut. Also ich meine nicht nur den Lärm durch Flugzeuge, durch Verkehr, durch Baustellen, den wir nicht wollen, sondern auch den Lärm, den wir uns selber zufügen. Zum Beispiel auch, dass wir nicht joggen gehen können, ohne irgendwas anzuhören. Dass wir nicht mit der U-Bahn zur Arbeit fahren können, ohne uns irgendeinen Podcast ins Ohr zu klacken oder irgendeine Musik zu beschallen. Einfach mal Ruhe haben. Ruhe haben, denn unser Geist braucht Ruhe. Wir brauchen eine Kraftquelle, wenn wir erschöpft sind. Und Lärm ist keine Kraftquelle. Den Lärm verursachen wir manchmal auch selber. Das nächste, da sind wir schon beim nächsten Punkt, der ähnlich mit reinspielt, ist der psychische Stress. Man kann sich auch selber stressen, man kann sich selber Stress machen durch seine Gedanken. Die gute Nachricht ist, wir sind Herr unserer Gedanken. Wir können unsere Gedanken selbst beeinflussen. Gedanken sind nämlich nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, was wir daraus machen mit unseren Gedanken. Dieser Stress ist beeinflussbar von uns.
ein paar kleine Übungen, wie man mit psychischem Stress besser zurechtkommen kann, wie man den reframen kann, umdeuten kann zum Beispiel. Da habe ich andere Videos dazu gemacht mit kleinen Übungen. Wer sehr belastet ist in puncto psychischem Stress, der soll sich bitte überlegen, ob er sich nicht von jemandem helfen lässt, der sich gut damit auskennt, einem Therapeuten zum Beispiel. Das ist wirklich kein Stigma mehr und keine Schande, heute Hilfe anzunehmen von jemandem, und die kennen sich sehr gut damit aus und bringen einen wirklich weiter. Nächster Punkt ist der Eisenmangel. Bei vielen Frauen, vor allem im noch gebärfähigen Alter, ist der Eisenmangel etwas, der häufig unterschätzt wird. Wodurch zeigt sich das? Das zeigt sich durch eine Blutarmut, eine Anämie. Eisen ist ein wichtiger Ausgangsstoff, um rote Blutkörperchen, Erythrozyten, produzieren zu können. Und diese transportieren den Sauerstoff, den wir ganz wichtig in allen Geweben unseres Körpers brauchen. Wie zeigt sich eine Anämie? Relativ blasse Haut, blasse Schleimhäute, also im Mund zum Beispiel. Müdigkeit, klassisch, Haarausfall, brüchige Nägel, splissige Nägel. Niedriger Blutdruck, da wir zu wenig Blut haben. Wenn was in die Richtung geht, dann am besten zum Hausarzt gehen, dort mal nachfragen. Wenn man als Frau eine starke Regel hat, eine starke Regelblutung, ist man dafür jetzt noch mal näher anfällig. Da der Körper eigentlich Eisen sehr gut recyceln kann, das heißt, wenn ein Erythrozyt zerfällt, baut er den wieder auseinander, wird das Eisen recycelt und wird in einen neuen Erythrozyten eingebaut. Wenn wir jetzt aber durch eine monatliche Blutung einen Verlust haben, dann wird das natürlich immer weniger. Deswegen sind Frauen da mehr betroffen als Männer. Aber es gilt auch für Männer, also Männer und Frauen, vor allem dann, wenn sie vegetarisch oder vegan leben. Denn eine wichtige Quelle für Eisen ist das Fleisch oder tierische Produkte generell. Natürlich kann man das durch pflanzliche Quellen auch aufnehmen, das hat allerdings eine andere Wertigkeit. Das heißt, man muss wesentlich mehr aufnehmen, damit sich das die Waage hält. Das nächste ist, dass in vielen pflanzlichen Lebensmitteln, zum Beispiel in Hülsenfrüchten, Inhibitoren für Eisen drin sind, für die Eisenaufnahme. Das heißt, während man dann Hülsenfrüchte isst, denkt man, ah, jetzt habe ich hier eine schöne Eisenquelle dazu aufgenommen. Bringt mir aber nicht viel, weil das, die Aufnahme blockiert wird. Zum Beispiel. Also dann beim Hausarzt gerne mal nachfragen oder auch bei mir. Wir machen ein Blutbild, wir gucken, wie schauen die Werte aus. Dann sollte man das doch tatsächlich supplementieren, bevor man solche Probleme hat und chronisch müde ist. Der nächste Punkt sind nochmal auf das Licht bezogen. Smartphones und der Fernseher. Und zwar machen die blaues Licht, und dieses blaue Licht, ich habe vorhin den zirkadianen Rhythmus schon erklärt, dieses blaue Licht, das vermittelt uns, wir haben noch Tag. Das heißt, dem Körper fällt es jetzt schwer festzustellen, wir haben jetzt Nacht und wir sollten jetzt Melatonin, das ist unser Hormon für den Schlaf, produzieren, und das ist eher schlecht. Das heißt, wir liegen länger wach und wir schlafen weniger tief. Das ist wissenschaftlich belegt. Was für Methoden gibt es, um das zu vermeiden? Nicht im Bett Fernsehen, vorm Schlafen direkt. Das heißt, im Fernseher aus dem Schlafzimmer verbannen. Dann eine kurze Zeit einhalten zwischen TV-Konsum und zu Bett gehen. Das heißt einfach, man macht dann seinen Fernseher aus, dann macht man noch seine Abendroutine, geht ins Bad und so weiter. Und schwupps, ist eine halbe Stunde vergangen, bis man dann tatsächlich im Bett liegt. Ungefähr so. Das nächste ist die Verwendung von bestimmten Filtern für Pads, auf denen man guckt, oder für Handys, die das Blaulicht rausfiltern. Es gibt auch welche, die Hersteller schon eingebaut haben, die sind allerdings nicht so effektiv. Ich rate eher dazu, dass man tatsächlich so eine App installiert. Die kann man dann auch einstellen, dass die sich automatisch zu einer bestimmten Uhrzeit einschaltet, um dieses blaue Licht rauszukriegen. Oder noch besser wäre natürlich, auch für die Psyche, um den Geist, um runterzukommen, einfach eine gewisse Zeit vor dem Schlafen kein Smartphone mehr zu gucken oder kein TV, einfach um runterzukommen, sozusagen. Bei vielen verbessert sich vor allem der Einschlaf
Prozess dadurch schon. Dann noch ein Punkt, der auch in die Psyche reinspielt, das ist die fehlende Wertschätzung. Und man möge es kaum glauben, aber die fehlende Wertschätzung ist ein Punkt, der ganz, ganz häufig in das Burnout führt. Das ist jetzt die Gegenerkrankung zu dem Bore-out, der Unterforderung, die wir vorhin schon hatten, nämlich die Überforderung. Die Überforderung kann durch viele Sachen hervorgerufen werden, nicht nur durch den Job, auch familiär, indem man da viel Stress hat, viel zu tun hat, viele Aufgaben, sich auch viele Aufgaben selbst auflädt vielleicht. Oder auch ohne Aufgaben, indem man sich die Aufgaben selbst erzeugt, hier oben im Kopf. Wir sind der Chef und wir können das auch selber kumulieren, sozusagen. Da sollte man dann wirklich auch therapeutisch genauer hingucken, wenn man aus diesem Grund chronisch müde ist. Genau. Dann habe ich jetzt noch zwei Aspekte, bis ich die 18 voll habe. Der nächste ist der nächtliche Atemaussetzer. Das tritt häufig bei Männern auf, häufig auch bei Männern, die schnarchen, kann aber auch bei Frauen auftreten. Meistens merken die Personen das nachts nicht, aber durch diese Atemaussetzer kommt es dazu, dass der Körper kurz nicht mit Sauerstoff versorgt wird. Zum einen wacht er dann auf, also aus der tiefen Schlafphase wacht er auf. Man wacht nicht bewusst auf und erinnert sich dran oder meistens nicht. Aber diese tiefen Schlafphasen, die zur Erholung wichtig sind, werden unterbrochen. Und dadurch fühlt man sich am Tag einfach müde, gerädert, erschöpft. Solche Personen neigen häufig auch zu Tagesschläfrigkeit oder Sekundenschlaf sogar während des Tages. Dafür gibt es einen Fragebogen, mit dem man das erfassen kann. Und das kann man therapeutisch auch im Schlaflabor abtesten, ob es tatsächlich zu diesen nächtlichen Aussetzern kommt. Die sollte man auf jeden Fall therapieren, da die auch andere gesundheitliche Nachteile haben und das Herzinfarktrisiko beispielsweise erhöhen. Was wiederum die nächtlichen Atemaussetzer begünstigt, ist der Konsum von Alkohol und Übergewicht. Viele Menschen haben mir schon berichtet, wenn sie weniger Alkohol trinken, vor allem direkt vor dem Schlafen oder ein paar Kilo abnehmen, dann geht das Schnarchen zurück und die nächtlichen Atemaussetzer sind dann auch passé. Also darüber mal nachdenken und wenn nicht therapeutisch das unbedingt angehen. Genau, damit wäre ich mit meinen Punkten eigentlich durch. Hab euch 18 schöne Punkte genannt. Vielleicht ist der ein oder andere Punkt dabei, den ihr noch genauer angucken könnt. Das sind die Möglichkeiten, nicht alle, es gibt sicher noch mehr, aber die häufigsten Möglichkeiten für Dauermüdigkeit. Wenn ihr damit was anfangen könnt, freue ich mich. Wenn ihr Hilfe braucht, dürft ihr euch gerne melden. Health Concepts Melanie Rekus, ich bin immer für euch da. Ansonsten möchte ich euch gerne auf die kleinen Übungen hinweisen. Gerade wenn eure Müdigkeit mit Stress zusammenhängt, könnt ihr mit den kleinen Übungen, die ich hier hochlade, die ihr für euch selbst machen könnt, dem Stress einen Riegel vorschieben oder zumindest der Chef werden, der Moderator über den Stress, denn das ist immer Ziel der Übung. Wenn wir den Stress kontrollieren, dann ist er auch gar nicht mehr so schlimm, ist er kein Stress mehr. Lasst es euch gut gehen, bis dahin, wir hören uns bald und habt einen schönen Tag, bis dann, ciao.